Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, der Fachkräftemangel ist angekommen. Auch im Kino. Denn was bedeutet es, dass Sylvester Stallone in seinem letzten Film Last Blood im Schaukelstuhl sitzt? Ich sage Ihnen, was es bedeutet. Es bedeutet, dass wir in Zukunft die Welt selber retten müssen. Das bedeutet es. Indiana Jones, der Mann mit der Peitsche und dem Hut. Wir wissen, dass er nicht wiederkommt. Und was ist mit Prinzessin Leia? Auch sie wird nicht wiederkehren. Und haben Sie es schon bemerkt? Die Lichtschwerter, der Glanz der Lichtschwerter im Krieg der Sterne-Universum ist schwächer geworden. Denn zum Fachkräftemangel kommt jetzt auch noch eine Energiekrise. Es ist nicht leicht, auch im Kino nicht. Aber die Politik hat längst reagiert. Auch die baden-württembergische Lokalpolitik. Ich lese Ihnen einen höchst interessanten Artikel vor. Aus dem Badischen Tagblatt vom Samstag, den 19. August 2023. Hier gibt es folgende Schlagzeile. Papiermacherstadt. Hier also steht, in Bühl hat die Zwetschge schon den Weg aufs Ortsschild gefunden. Ödigheim will sich Wilhelm Telldorf nennen und Hügelsheim Spargeldorf. Und in Rastatt diskutiert man über die Barockstadt. In Gernsbach setzt sich der CDU-Stadtverband jetzt dafür ein, den Namen Papiermacherstadt als offiziellen Zusatz aufs Ortsschild zu bringen. Herr Fischer, dieser Wilhelm Tell, ist das da, dieser Typ von Herr der Ringe, vielleicht dieser von Gandalf da, dieser Kollege von Gandalf, dieser andere Zauberer? Oder wer ist denn das eigentlich? Wilhelm Tell? Wilhelm Tell ist ein legendärer Schweizer Freiheitskämpfer. Seine Geschichte spielt in der heutigen Zentralschweiz und wird auf das Jahr 1307 datiert. Berühmt ist die Legende, wo ihm der Vogt befiehlt, mit der Armbrust einen Apfel vom Kopf seines Sohnes zu schießen. Aber Herr Fischer, also Barock ist doch diese AC/DC-Coverband. Da liegt jetzt nicht falsch, oder? Barock wird als eine Epoche der Kunst- und Kulturgeschichte bezeichnet, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts begann und bis zum letzten Drittel des 18. Jahrhunderts andauerte. Die Kunst des Barock ist feierlich, ausdrucksvoll, prachtvoll und bewegt dynamisch. Wir wissen nicht, wie Bühl mit diesen Zwetschgen die Zukunft bewältigen will. Wir wissen auch nicht, wie Ödigheim mit diesem Wilhelm Tell die Fachkräfte anlocken will, die sie heute braucht. Wir wissen auch nicht, wie man mit Spargeln in Hügelsheim die Zukunft aktivieren kann oder die Fachkräfte findet, die man dazu braucht. Und wir wissen nicht, wie man in Rastatt mit diesem Barockgezappel irgendwie attraktiv für Fachkräfte sein will. Das wissen wir nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass das Label Papiermacherstadt Gernsbach ein interessanter Ansatz ist, um wirklich die Fachkräfte anzulocken, die Gernsbach seit gestern braucht. Denn Papier ist ein Zukunftsmedium, ein interessanter Informationsträger und ein nachhaltiges Verpackungsmaterial. Also Gernsbach ist der Zwetschge um vieles überlegen. Das erste Mal in der Geschichte der Lichtspielhäuser, des Kinos, ist es nicht Wonder Woman, die die Welt rettet. Es ist nicht Superman, es ist nicht Batman und es ist auch nicht Spider-Man. Es ist auch nicht Gandalf und seine Gefährten und es ist auch nicht die Barbie. Das erste Mal in der Geschichte des Kinos wird der Globus gerettet von zwei Papiermacherinnen und einem Papiermacher. Das ist etwas vollkommen Neues. Und für diesen Film suchen wir noch Schauspielerinnen und Schauspieler. Nicht nur zwei Papiermacherinnen unter 20 Jahre, einen Papiermacher unter 20 Jahre, sondern wir suchen auch eine Erzählstimme,
die ruhig den wildromantischen Akzent des Murgtals transportieren kann, aber alles in allem einen runden und sympathischen Eindruck macht, um diese wunderbare Geschichte zu transportieren. In diesem Film wird Gernsbach von einer Heimsuchung bedroht und es wird drei Bevölkerungsgruppen geben, die unterschiedlich auf diese Bedrohung reagieren. Und für die Darstellung dieser drei Bevölkerungsgruppen brauchen wir jeweils 6 Statisten. Also 3 mal 6 macht, Herr Fischer? 18. Diese 3 Bevölkerungsgruppen haben jeweils einen Repräsentanten, der schauspielerische Talente vorweisen sollte. Da gibt es zum einen den Feuerwehrkommandanten Fritz Felder, der in Gernsbach für einen größeren Feuerwehrzug, für ein größeres Feuerwehrauto kämpft, teilweise erfolglos. Des Weiteren kommt in diesem Film vor als Repräsentantin Hilde Husch, eine Kräuterexpertin, die ein ausgeprägtes unternehmerisches Eigeninteresse entwickelt. Und nicht zuletzt gibt es den weisen Leiter des neuen Zukunftsraumes Gernsbach, nämlich den Kapitän Günther von Globe, der durch seine weisen und geduldigen Entscheidungen bekannt ist und so manches in Gernsbach bereits gerettet hat. Herr Fischer, Sie hatten doch auch irgendeine Rolle, oder? Ja, und Schöner Hand. Genau. Wir brauchen noch einen Winnetou-Darsteller, den Blutsbruder von Old Shatterhand. Und dieser Schauspieler muss ebenfalls hochwertige schauspielerische Talente aufweisen und möglicherweise ein Kanu fahren können, mit einem Kanu eine Abschiedsszene zelebrieren. Denn Winnetou und Old Shatterhand werden in diesem wildromantischen Western-Ambiente eine gewisse Rolle spielen. Und nicht zuletzt brauchen wir einen Set-Designer, der in der Lage ist, eine Behausung von indigenen Ureinwohnern nachzustellen. Und zwar im wildromantischen Western-Design, das sich in die Landschaft einfügt, die von diesen Heuhütten nur so bevölkert und besprenkelt ist. Sie wollen als Schauspieler oder als Statist mithelfen, den Fachkräftemangel im Kino zu bekämpfen? Wir haben uns ein einfaches, analoges Anmeldesystem überlegt, das dem Medium Papier gerecht wird. Sie sind ein weiblicher Schauspieler, dann haben wir eine rotfarbene Karteikarte. Sie sind ein männlicher Schauspieler oder Statist, dann haben wir eine grüne Karteikarte für Sie. Und Sie finden einen freundlichen Mann, den Rezeptionist vom Kino, der in der Bleichstraße 40 dieses Anmeldesystem verlässlich betreuen wird, sodass Sie jederzeit eine Nachricht für uns hinterlassen können, sich hier einordnen können und wir würden Sie dann kontaktieren. Herr Fischer, sollen wir sagen, dass es kein Geld gibt? Oh, lieber Gott, da kommt doch keiner. Ja gut, dann lassen wir es anders enden. Go. Ja, damit sind wir auf diesem Kanal mit dieser Informationssendung am Ende. Möge die Macht mit uns sein.